Drama, Drama, Drama. Hinter den Kulissen von The Voice of Germany herrscht helle Aufregung. ProSieben hat nämlich noch keine Coaches für die neue Staffel gefunden, und das obwohl die Show seit Jahren ein voller Erfolg ist. Wer wird wohl der Nachfolger von Annie Ogreziano, die letztes Jahr den Sieg errungen hat? Das ist die große Frage, auf die die Fans noch eine ganze Weile warten müssen. Mark Forster, Peter Maffay, Stephanie Kloss und Ray Garvey waren letztes Jahr dabei und haben um die besten Talente gebuhzziert. Doch wie die Bild-Zeitung jetzt berichtet, konnte bisher noch kein Promi wieder verpflichtet werden. Peter wollte von Anfang an nur eine Staffel mitmischen, aber was ist mit den anderen? Derzeit herrscht totales Schweigen. Angeblich wird hinter den Kulissen gerade mit Hochdruck nach neuen, alten Juroren gesucht. Theoretisch könnte sogar das gesamte Team ausgetauscht werden. Das bedeutet jedoch auch, dass die Staffel dieses Jahr später auf Sendung gehen wird. Hoffentlich finden sie noch rechtzeitig neue Coaches, damit die Fans nicht allzu lange warten müssen. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden.